Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 30. September, der letzte Tag im Monat September, schon wieder ein Monat. So, das erste Siegel, das sich heute zeigt, ist Ayuna. Das zweite Siegel des heutigen Tages ist Lemati. Und das dritte Tagessiegel ist Kri. Wow, ja, heute ist ein wunderbarer Tag, an dem wir wirklich ja, die Einheit, die Hingabe und die Weisheit der Einheit der Hingabe, so kann ich es vielleicht formulieren, wirklich leben dürfen. Ayuna hilft uns heute nochmal ganz intensiv, diese Illusion des Getrenntseins zu überwinden. Es geht so sehr einfach um die Bewusstwerdung dessen, wer wir sind. Und wenn wir wissen, wer wir sind, dann ist es nicht mehr so wichtig, was gerade in der äußeren Welt geschieht, weil wir einfach in diesem Bewusstsein verankert sind. Das ist wie dieser mächtige, prächtige Baum, ja, dem es egal ist, ob es stürmt oder schneit, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Er tut einfach nur das, weswegen er hierher auf diese Erde gekommen ist, nämlich Baum zu sein. Weil er in dieser Verbindung ist mit Mutter Erde, nach oben ausgestreckt, gen Himmel. Und diese Bewusstheit zu leben, das ist wirklich worum es geht aus meiner Sicht in diesem Leben. Und wir leiden, weil wir eben glauben, getrennt zu sein, weil wir glauben, wir sind aus der Einheit herausgefallen, wir sind nicht mehr zugehörig, wir ja, sind getrennt von, der erste Trennungsschmerz ist an sich die Geburt, wenn das Baby die Einheit mit der Mutter verlässt, es erlebt sich im ersten Moment, in dem es durch diesen Kanal geht, aus diesem wohlgeborgenen Mutterleib als getrennt, da geht es los mit diesem Trennungsschmerz und den manifestieren wir ja dann in Beziehungen in unserem Leben immer und immer wieder. Aber letztlich ist dieses Alles und dieses Nichts, ja, was dasselbe ist, aus dem wir alle entstammen und mit dem wir alle verbunden sind, das immerwährend ist, das ist das, was uns trägt und wer wir eigentlich sind und das ist eben mit menschlichem Bewusstsein so schwer zu verstehen, man kann das eigentlich auch nicht erklären, man kann das erfahren. Ja, und ich wiederhole mich da sehr oft, ich weiß, ist einfach die Natur eine ganz, ganz große Hilfe, um dieses Gefühl von Verbundenheit, ja, vielleicht kann man es zunächst mal Verbundenheit nennen, bevor man dann wirklich die nächste Stufe, in der nächsten Stufe von der Einheit spricht, wirklich leben. Und diesen Schmerz des Getrenntseins wirklich loszulassen und immer wieder ja, aus dieser Illusion, aus dieser Story auszusteigen und in dieses Erinnern zu gehen, das ist das, was diesen Baum so kraftvoll macht, wenn wir dieses Bild wiederum nehmen. Und Ayuna hilft uns eben, diese Illusion des Getrenntseins aufzulösen. Ja, dass das, was uns, wo wir uns wirklich von uns selbst abgespalten haben, das sind die Teile unserer Seele, die fehlen, die wir vielleicht in anderen Leben verloren haben oder indem wir beispielsweise Teile anderer Seelen in uns tragen, oder indem wir in diesem Leben auch durch traumatische Erlebnisse Seelenanteile verloren haben. Das ist dann in der Form, dass man merkt, man kann bestimmte Dinge einfach nicht und andere schütteln den Kopf und sagen, sag mal, wieso lässt du das mit dir machen, Grenzen setzen oder das Urvertrauen oder. Und wenn ein Teil der Seele fehlt, dann ist es eben wie wenn der Stöpsel in der Wanne fehlt, dann fließt das Wasser durch. Man kann einfach diese Wanne nicht füllen mit Wasser. Und das ist das, wenn die Seele sich von sich selbst abgespalten hat. Also wenn wir selbst in diese Trennung gehen und diese Trennung weiterhin zulassen. Mit Ayuna können wir wieder in diese Einheit zurückkehren. Zunächst in die Einheit mit uns, mit unserer Seele, mit unserer Verbindung, um wirklich dann diese Illusion zu verlassen. Ja, und wenn so ein Seelenanteil zurückkommt und plötzlich kehrt dieses, man kann das sehr schön am Erarbeiten in Sessions, in denen man wirklich dieses innere Kind findet, das noch irgendwo da sitzt. Das ist quasi dieser Seelenanteil und darauf wartet, von uns integriert mit nach Hause ins Herz genommen zu werden. Ja, das ist diese Suche immer im Außen nach Verbindung
und die wird niemals befriedigt. Ja, manche Menschen rennen von einer Beziehung in die nächste und noch in die nächste und noch in die nächste. Und die Erfüllung, die wir suchen, die kann uns kein anderer Mensch geben. Das können uns auch nicht unsere Eltern geben. Die können wir eben nur uns selbst geben. Das ist diese Einheit mit uns selbst. Wir können das Göttliche eben nur in uns finden. Und eine wunderbare Vereinigung und Auflösung von Illusion des Getrenntseins ist eben so ein inneres Kind zu befreien. Ja, das ist das, was ich zum Beispiel in meinem Fernkurs Ho'oponopono führe ich durch den Prozess. Ich mache das auch in Sessions. Ja, ich zeige das wie in meiner intuitiven Heiler-Ausbildung, wie das geht. Aber die einfachste und schnellste Möglichkeit, wenn du das wirklich tun möchtest, ist mein Fernkurs Ho'oponopono. Da ist es ganz toll und leicht erklärt und ich führe dich mit laufender Kamera und auch schriftlich, wie es dir eben entspricht, durch diesen Prozess, dass du selbst dieses innere Kind zu dir zurücknehmen kannst. Das nennt man quasi Seelenrückführung. Aber Ayuna ist eben auch das Siegel, mit dem die Seele wieder mit sich selbst in die Einheit kommt und zur göttlichen Einheit wird, mit der Quelle, in die Bewusstheit der Verschmelzung mit der Quelle geht. Eigentlich ist das auch schon zu viel gesagt, die Verschmelzung mit der Quelle, weil wir sind die Quelle, wir sind bereits da. Ja, und Lemati unterstützt und verstärkt das Ganze, das Kleine, das sich an das Große anlehnen darf, um über sich selbst hinauszuwachsen. Ja, wenn Lemati ist das göttliche Urvertrauen. Und wenn wir das göttliche Urvertrauen nicht haben, das ist auch oft ein Teil der Seele, der fehlt, dann haben wir natürlich auch kein menschliches Urvertrauen. Dann können wir dem Leben nicht vertrauen, was das menschliche Urvertrauen anbelangt. Wir haben keine Sicherheit, aber es geht dann eben weiter. Wir vertrauen der inneren Stimme nicht, unserer inneren Führung. Wir sind quasi in unserer Verbindung gestört und wie abgetrennt. Und das ist das, was damals in Zeiten von Lemuria passiert ist, sodass wir eben uns aus dieser Einheit, von dieser Einheit getrennt wurden. Und das ist ein Schmerz, den viele in sich tragen. Und deswegen wird eben auf diese innere Stimme nicht gehört oder wir haben einfach dieses Gefühl noch von abgespalten sein. Und heute geht es wirklich darum, diese Verbindung zu der eigenen Quelle, ja, dieses göttliche Urvertrauen wieder herzustellen und zu leben. Und aus diesem Urvertrauen, also jedem, der dieser Seelenanteil fehlt, ist heute herzlich eingeladen, dass wir ein Bewusstseinsfeld erzeugen, dass dieser Seelenanteil in all jenen integriert wird, dieses göttliche Urvertrauen, die Verbindung zur inneren Stimme, die Fähigkeit, sich eins zu fühlen, in der Einheit zu sein. Ja, es kann sein, dass diese Illusion des Getrenntseins nicht überwunden werden kann, weil dieser Teil des göttlichen Urvertrauens einfach fehlt. Und deswegen möchte ich heute sehr gerne ein sehr kraftvolles Heilungsfeld erzeugen für all jene, denen eben dieses göttliche Urvertrauen fehlt, damit wir aus uns selbst schöpfen können, aus der Quelle unserer Weisheit, aus unserer inneren Quelle, und das ist das, was Kri verstärkt, die allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in dir ruht. Ja, dass die Suche nach Auflösung, nach Erlösung, nach Antworten im Außen aufhört, dass wir aus uns selbst heraus schöpfen können, dass wir aus uns selbst heraus unsere Wahrheit leben können. Ja, und so Schritt für Schritt wirklich die nächste Stufe in unserer Entwicklung beschreiten können. Und auch das ist ein falsches Bild. Es geht gar nicht um die nächste Stufe, weil wir bereits da sind. Es geht darum, dass wir aus unserem Urvertrauen heraus, aus der Quelle unserer eigenen Weisheit schöpfen können. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld, dass das all jenen möglich, dass es uns allen möglich macht, ja, denjenigen, die das vielleicht schon können, dass die gestärkt werden in dieser Bewusstheit und denjenigen, denen das göttliche Urvertrauen fehlt, dass diese Rückverbindung, ja, diese Verbindung mit sich selbst, mit der göttlichen Quelle und das Schöpfen aus der inneren Weisheit fehlt, dass es einfach heimkehren darf. Und dieses Bewusstseinsfeld möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen erzeugen. Om Ayuna, Om Lemati, Om Kri, Om Ayuna, Om Lemati, Om Kri, Om Ayuna, Om Lemati, Om Kri.
Ich wünsche dir einen ganz wundervollen, reich gesegneten Tag, damit du, an dem du wirklich aus der Quelle deines Einsseins schöpfen kannst. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.